Madame Web ist der neueste Versuch von Sony Pictures, irgendwie ein Live-Action-Spider-Projekt auf die Beine zu stellen, was auch nur annähernd an die Qualität des MCU-Spider-Man rankommt. Dakota Johnson spielt die titelgebende Madame Web. Sie ist in gewisser Weise ein Mutant, weil sie ist geboren mit einer Fähigkeit, die sie aber nicht so ganz versteht, und im Laufe des Films soll sie sie verstehen können. Und dann ist ihre Geschichte auch noch irgendwie verwoben mit anderen Charakteren, die dann auch irgendwie mit ihr zu tun haben, aber eigentlich nicht wirklich und eigentlich nur durch sie irgendwie Kräfte bekommen. Es ist so ein weirder Film. Also ich habe selten einen Film gesehen, der sich so ernst nimmt, so gut sein will und einfach auf ganzer Linie versagt. Ich fange mal mit den Dingen an, die mir gefallen haben. Und es sind nicht viele. Es gibt drei Charaktere, die mit Dakota Johnsons Madame Web-Charakter verwoben sind und die alle auch irgendwie in einer Zukunftsvision eine Spider-Person sein werden könnten. Das CGI ist zum größten Teil okay. Ich habe jetzt keine groben Schnitzer gesehen, wo ich jetzt gesagt hätte, da sieht man ganz extrem, dass es schlecht aussieht. Und die Chemie zwischen den drei Frauen, die gespielt werden von Sydney Sweeney, Isabella Merced und Celeste O'Connor, die ist wirklich gut, die kann man fühlen. Man merkt zwar, dass sie sich deutlich jünger spielen, als sie eigentlich sind, aber zumindest nimmt man ihnen dieses jugendliche Banter ab. Und die Dialoge zwischen den dreien fand ich zumindest nicht super cringe. Da kommen wir gleich zu dem ersten ganz, ganz üblen negativen Punkt. Die Dialoge sind absolut unterirdisch. Es ist wirklich anstrengend, ihnen zuzuhören. Man cringet manchmal, weil es sich so falsch anhört einfach. Dakota Johnson hat gefühlt gar keinen Bock, in dieser Rolle zu sein. Auch gar keinen Bock auf diesen Film. Ihr Charakter ist so unausstehlich und man kann überhaupt nicht mit ihr mitfühlen. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwas Emotionales passiert oder was Emotionales sein soll, man fühlt es einfach nicht, weil man null mit diesem Charakter sich identifizieren kann. Der Bösewicht Ezekiel, gespielt von Tahar Rahim, war okay, er war basic Bösewicht. Er will irgendwie ganz stark Spider-Man sein, aber ist er halt nicht. Seine Kräfte sind halt einfach irgendwie, er ist einfach nur in allem stärker und größer und toller und was weiß ich. Im Grunde genommen ist es ziemlich vorhersehbar, was mit ihm passiert, und seine Motivation ist so dünn, ist sowas von an den Haaren herbeigezogen. Es ist auch irgendwie nichts, was irgendwie nicht vorher schon da gewesen wäre, und ziemlich vergesslich leider. Ich kann mich noch erinnern, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich die Kamerafahrten gelobt, weil die sehr, sehr dynamisch waren und sehr viel los war. Ich hätte mich nicht mehr täuschen können. Die Kamerafahrten in dem Film sind grauenhaft. Manchmal wirkt es irgendwie wie so ein Studentenfilm. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Zum Schluss kann ich nur sagen, dass ich traurig bin, dass dieses Live-Action-Sony-Spider-Verse nie so richtig Fuß gefasst hat. Venom war nur okay. Morbius fand ich zwar okay, aber war halt auch nicht auf einem Standard von jetzt irgendwie MCU. Und hier wieder, es ist einfach so, sie versuchen irgendwas und auf dem Papier sieht es bestimmt wie eine gute Idee aus und könnte auch ein spannendes Projekt werden, aber in der Durchführung ist es einfach eine komplette Vollkatastrophe, und das ist schade, weil ich hätte es mir wirklich anders gewünscht. 2024 ist noch voll mit Comicbuch-Verfilmungen. Da haben wir einmal Deadpool und Wolverine, dann kommt der dritte Venom raus, dann kommt noch Kraven the Hunter, der eigentlich schon letztes Jahr rauskommen sollte, dann kommt noch Joker Folie à deux. Also wir werden in der verschiedensten Art und Weise noch Comicbuch-Adaptionen sehen. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf diese einzelnen Projekte, weil man merkt einfach, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist und dass Comicbuchfilm kein einfaches Übergenre ist, wo man jetzt alles in eine Schublade schieben kann. Man merkt ganz, ganz drastisch die qualitativen Unterschiede, und das eben auch mit Madame Web. Wie hat euch Madame Web gefallen? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr keine Reviews mehr für die neuesten Kinofilme verpasst. Und für eine richtig gute Filmempfehlung klickt doch einfach mal hier. Bis zum nächsten Mal, ciao!